Schneegestöber in der NV Arena in Niederösterreich. Aber beste Nachricht gleich zu Beginn: Es wird gespielt. Die Verantwortlichen tun alles, dass die beiden Mannschaften, der SK in St. Pölten und Sturm Graz, die Partie hier auch absolvieren können. Beide Mannschaften am letzten Spieltag nicht gewonnen, wollen auf die Siegestraße zurückkehren. Erste Minute, Sturm Graz. Und plötzlich kommt hier Richie Osayantin zum Ball in seinem ersten Spiel in Liga 2. Setzt den Ball hier über das Tor von Turner. Drüber aber erste gute Chance für die Gäste. Dann Minute 11, dieses Mal die Hausherren. Marc Stendera mit der Flanke. Da gibt es den Kontakt und den Elfmeterpfiff. Gabriel Heider, der Kapitän für die jungen Blackies, bringt Gschweidl hier zu Fall. Sofort der Pfiff und dann Julian Keiringer gegen Pignetti. Und da steht es in Minute 11, 1:0. Auftakt nach Maß für die Wölfe. Den jungen Sturm-Goli verladen, einfach in die Mitte abgezogen. Der 22-Jährige macht das richtig routiniert. Minute 18, Leon Grube. Mit einem Rückpass und der Ball wird immer langsamer im Schnee. Dario Tadic nur ans Außennetz, aber richtig schwierig die Bedingungen heute zu bespielen. Der Rückpass eigentlich gut, wird dann aber immer langsamer aufgrund der Bedingungen. Da war es richtig gefährlich. Minute 22, diese wunderschöne Aktion. Ferserl von Tadic, dann gibt es leichtes Gestochere. Schweidel, Tatarotti und Tadic, 2:0, Minute 23. Und wie abgeklärt macht das der 33-Jährige. Zuerst die wunderschöne Ferse, sehr schön anzuschauen. Schweidel grätscht rein, Pignetti kann zunächst noch klären. Nochmal Schweidel, Ball kommt zu Tatarotti und dann der Scorer in echter Topscorer-Manier. Es steht 2:0. 33. Minute. Wieder ist es Johannes Tatarotti auf Marc Stendera. Der zieht ab. Matteo Pignetti kann noch klären. Wichtige Parade für seine Mannschaft, hält hier sein Team. Zunächst noch in der Partie, einfach abgezogen von Marc Stendera. Unangenehm für den Schlussmann, der Grazer. Freistoß, Tatarotti, der zieht einfach mal ab auf die Kurze. Vollkommen ansatzlos, überrascht hier vermutlich nicht nur die Sturmmannschaft, sondern zunächst auch Matteo Pignetti, der aber hier noch mit dem Fuß klären kann. Glanzparade vom Grazer Schlussmann, aber richtig ausgefuchst von Tatarotti. Und dann Minute 40, Dirk Karlsson, erster Treffer im Dress der Wölfe mit dem Kopfballtor nach dem Eckball. Viel weiß, wenig blau und dann ist es Dirk Karlsson mit seinem ersten Treffer für die Wölfe. Halbzeit 2, Minute 59. Wieder die Wölfe. Flanke. Tadic lässt durch und Bernd Gschweidl rutscht hier wenige Zentimeter am Ball vorbei. Gutes Auge von Tadic, da hat nicht viel gefehlt. Wenige Augenblicke später, Minute 60. Johannes Tatarotti kommt hier im Ballbesitz, legt sich den Ball einmal vor. Und auch hier hat nicht viel gefehlt. Ball segelt wenige Zentimeter rechts am Tor von Matteo Pignetti vorbei. Hier hätte es durchaus 4:0 stehen können. 68. Eckball Dean Barlow. Und dann Gerhard Dombaxi. Und wieder ist es Matteo Pignetti. Drei Tore kassiert, aber er hält für seine Mannschaft, was es zu halten gibt. Nächste Glanztat vom jungen Grazer. 76. Minute. Die jungen Blackies trauen sich langsam mehr zu, trauen sich mehr in die Offensive, versuchen noch etwas. Und dann plötzlich Kanté nimmt sich den Ball einmal an und zieht ab. Keine Probleme hier für Turner, aber schöne Aktion von Kanté und es sollte nicht die letzte gewesen sein. 84. Minute, die Grazer nach wie vor am Drücker in dieser Schlussphase der Partie. Wieder ist es Kanté mit der Flanke, Konstantin Schopp, 3:1, Anschlusstreffer für die jungen Blackies. 84. Minute, die schöne Flanke und dann weiter gescherzelt den Ball
etwas unerwartet für Turner, der bringt nur mehr die Fingerspitzen dran. Das war's dann auch schon. Die St. Pöltener beenden das Jahr 2023 mit einem Sieg, nehmen 3 Punkte aus dieser Partie mit.